Einen wunderschönen guten Morgen und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog. Allerdings ist der Vlog, den ich jetzt starte, schon gestern angefangen, weil ich habe, warum auch immer, meine Videos von gestern gelöscht. Ich wollte meinen Speicher leeren, eben, weil ich dachte, mach das mal gleich, bevor ich mit dem Schnitt des Vlogs anfange. Ja, und da, wo immer mein Kopf gerade war, ich war zu schnell, ich habe den Anfang von diesem Tag gelöscht. Das tut mir jetzt echt leid. Auch mein Haarwaschgedöns, das habe ich ja auch gemacht gestern, das habe ich auch gelöscht. Ja, das könnt ihr jetzt auch nicht sehen. Ihr seht mich jetzt gleich am Anfang dieses Vlogs mit schon eingeschmierten Haaren. Das habe ich natürlich auch alles aufgenommen und ich habe euch begrüßt, wie jeden Morgen. Ich habe euch gezeigt, was ich angezogen hatte gestern und ich habe, ich glaube, auch mit euch in der Küche ein bisschen gequatscht, aber das habe ich gelöscht. Deswegen drehe ich das Intro jetzt beim Schnitt nochmal nach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Es ist Samstag und wir starten gleich, wie ich mich hinsetze und mit der Arbeit beginnen möchte. Die Haare sind allerdings schon eingeschmiert. So. Einmal hinsetzen und dann let's beginning. Oh. So, in die Decke rein, das ist echt kalt, ne? Von Sommer ist gerade nichts zu sehen hier. Es ist dunkle Wolken am Himmel und wirklich gar nicht schön. Na und, willst du mir Gesellschaft leisten? Hm? Ja. Also meine Hände sind noch ein bisschen nass. Und nicht deine, mit meine Brille hier dreckig machen. Ja, hallo. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ja, hallo. Was ist denn los? Hm. Ja. Es ist so windig und mein Hund will wieder zurück. Ist ein Oller Angsthase. Schon wieder ein Hamburger Auto. Kleiner Angsthase bist du. Ja? Es ist so windig, die will hier nicht. Die will zurück. Tja. Ihr, was ich jetzt bemerkt habe, ich habe mich immer gewundert, warum mein Handy, ja, dieses Klebefolie auf meinem Handy, warum da jetzt so Luft runterkommt und wieso sie so ein bisschen abgeht. Und ich habe mich immer gewundert, wieso das immer so fettig ist, wenn ich irgendwie telefoniert habe. Ist ja logisch, ne? Meine ganzen Haare sind ja fettig. Dass das alles fettig ist, ist ja klar. Das habe ich jetzt erst geschnallt und eben erst bemerkt. Ne? Ich weiß, wie doof kann man sein, auf ich sag's euch. Und deswegen geht auch meine Handy-Klebegeschichte an dem Rand ab, weil das natürlich fettig ist und durch die Wärme vom Handy krabbeln die Fettgeschichten natürlich darunter, ne? Und dann löst sich das Klebeband, ist ja logisch. Na Leute, also das darf ich nicht mehr machen. Also ich halte ja immer mein Handy am Ohr, ne? Ich mag das nicht so mit Lautsprecher. Genau, und das muss ich aber machen, ne? Muss ich mir angewöhnen, weil sonst ist mein Handy nicht mehr lange mit der Folie bedeckt, glaube ich. Tja, Miley will zurück. Deswegen sind wir gleich wieder da. Jetzt geht es für mich wieder nach oben. Ich werde mir die Haare wieder abwaschen. Und dann würde ich gerne nochmal zu Edeka. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug von meinen Müsli. Muss ich mal gucken. Wenn doch, dann würde ich nicht gehen. Aber wenn nicht, dann muss ich da nochmal hin. So, und jetzt drehe ich meinen. Hole ich mir den ganzen Kram aus. Es ist schon 2:30 wieder. Ne? Wahnsinn. Meine Lieben. Es ist wieder soweit. Es ist schon 2:30 und das Ding war jetzt hier wirklich stundenlang drin. Ich wasche mir den Kram wieder raus und schalte euch wieder ein, wenn ich fertig gefüllt habe. Jo, das war's. Ich habe wieder erzählt und habe die Kamera nicht angemacht. Ja, dann nützt das nichts. Da sieht man nichts. Mir fiel aber eben jedenfalls ein, dass ich ja kaum noch Knoblauchmasse habe. Also ich habe auch keine Knoblauch mehr, wenn ich das morgen noch machen wollen würde. Am Sonntag, wie gesagt, dann muss ich jetzt nochmal einkaufen gehen. Also, ich mache das davon abhängig. Ich gehe jetzt an meinen Kühlschrank und gucke, ob ich noch Müsli habe. Und wenn ich Müsli nicht mehr habe oder nicht mehr ausreichend genug Müsli habe bis Montag,
würden wir nochmal einkaufen gehen, dann würde ich Knoblauch kaufen. Wenn aber ich genügend habe, dann gehe ich nicht einkaufen, obwohl ich eigentlich Hunger auf Kartoffelsalat habe. Aber ich habe auch noch, glaube ich, das müsste heute auch noch reichen. Also insofern, ich tendiere dazu, nicht zu Edeka zu gehen. Und wie faul kann der Mensch sein? Das ist gerade mal, weiß ich nicht, 300 Meter entfernt. Also wirklich nicht weit. Na gut, schauen wir mal. Wir gehen jetzt mal runter und gucken. Aber ich habe so ein mega trockenes Gesicht. Ich würde gerne ein bisschen Creme wieder aufmachen. Und ein ganz klein bisschen. Und dann muss ich auch weiter drehen. Und meine Vlogs sind alle genehmigt, sind alle durch. Aber Lippen auch so trocken. Ne? Ich muss aber noch Thumbnail und Titel machen für die letzten beiden. Deswegen, die Sonne ist auch schön raus, aber es ist wirklich mega windig. Eigentlich bin ich heute nicht geflogen. Es ist mega windig und es ist auch kühl. Ne? Bisschen Handcreme mache ich auch drauf. Und dann sind wir fresh, um in den Kühlschrank zu gucken, was es da gibt. Ich hätte nämlich Hunger auf Kartoffelsalat. Ich habe wieder Hunger, obwohl das noch gar nicht so spät ist, aber es ist früher Nachmittag und da darf man ja dann auch wieder Appetit haben, denke ich mal. Schauen wir mal, ob der Kartoffelsalat reicht und vor allen Dingen, ob wir Müsli haben. Ich glaube, das reicht, weil so viel Müsli esse ich ja gar nicht mehr. Schauen wir mal. So, ich muss dann auch hier oben sauber machen. Fegen ist heute angesagt, also mit dem Mop werde ich einmal durchfegen, einmal durchsaugen und durchwischen. Guck mal, so sieht das jetzt aus, wenn man dann hier runterkommt, ne? Also mit Gardinen und so. Wie gesagt, die Tür lasse ich immer auf, damit da keine Schimmelbildung ist. Und Fenster auflassen, auf der Seite habe ich nicht so gern, weil die Tür ist immer zu hier und ich lasse die lieber zu. Außerdem weiß ich nicht genau, ob die Fenster überhaupt richtig sind, sodass man sie kippen kann. Ausprobieren tue ich das lieber nicht, weil ich das letzte Mal ausprobiert habe, da habe ich sie nicht wieder zugekriegt. Und das wäre ja richtig doof, weil mein Mann gerade nicht da ist. Ne? So, einmal gucken. Müsli haben wir genug. Ha! Ich brauche nicht einkaufen gehen. Das reicht. Kartoffelsalat reicht auch. Diese Dinger haben wir nicht gegessen. Die sind noch vom Wochenende. Ich glaube, die sind nicht mehr gut, oder? Ich weiß nicht. Ja, nee, also wir haben genug zu essen. Brot reicht auch. Ja. Also das müsste alles ausreichen. Müsli reicht, ja, das reicht, mein Gott. Das aber könnte knapp werden, aber könnte reichen. Also jetzt geht jedenfalls nicht. Jetzt esse ich erstmal meinen Kartoffelsalat und vielleicht überwinde ich mich nachher nochmal. Wir haben jetzt Hunger, ne? Und essen jetzt erstmal. Und dann schneide ich, während ich esse, gucke ich Fernsehen. Und wenn ich dann fertig bin mit Schneiden, mit Fernsehen gucken und essen, dann werde ich nochmal meine Videos zu Ende schneiden, beziehungsweise Titel und so erstellen. Und dann gucken wir mal, ob wir dann nochmal zu Edeka gehen. Ich glaube, die haben es 20 Uhr auf, also alles nicht so tragisch. So. Aber eigentlich brauche ich auch keinen Teller, weil ich kann das ja auch da reinmachen, ne? Ich kann das ja hier in die Dose kippen und dann esse ich aus der Dose. So. Und nun setzen wir uns hin und essen. Die Fliegen bin ich seit dem Fleischexperiment nicht losgeworden. Das ist ja nicht so nett. Ich hasse Fliegen. Huch, seid ihr fast runtergeknallt. Na gut, dann bis später. Ich bin im Zimmer hier hinten und werde jetzt einmal fegen, soweit es mir möglich ist. Die Gardinen nehme ich auch weg. Ich hatte hier ja Gardinen hingestellt. Moment, stelle ich euch den hin, dass ihr das auch alles so ein bisschen seht. Wenigstens da oben, glaube ich, ist ganz gut. Ja, ich werde jetzt hier, wie gesagt, so ein bisschen aufräumen, ein bisschen fegen. Und die Gardinen brauchten wir ja nicht mehr. Die hatte ich ja aussortiert sozusagen. Und jetzt fege ich noch einmal hier durch und dann wäre das auch fertig. Dieses Zimmer kann ich dann sozusagen abschließen. Ich bin müde. Ich habe versucht, mich eben ein bisschen hinzulegen, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Deswegen habe ich mir gedacht, ich stehe auf und arbeite.
ist auch fertig. Und dann kann ich hier sagen, ich bin hier mit dem Zimmer fertig. Das ist doch auch gut. So. Hier noch ein paar Haarbänder liegen. Und dann werde ich den Rest gleich mit dem Handfeger auffegen. Erstmal mache ich aber hier weiter. Einmal hier auch nochmal überall fegen. Ich habe mal wieder mein Keuschheitstuch umgebunden. Hinten werde ich einmal staubsaugen. Gedreht habe ich auch noch nicht. Muss ich auch noch mal gleich machen. Beziehungsweise vielleicht auch nicht. Ich habe gar keine Lust heute zu drehen. Wirklich gar nicht. Muss auch mal sein. Klamotten gleich noch mal einräumen, die liegen da alle wieder. Dann hier noch mal überall. Da steht ihr aber ungünstig, ne? Ich muss meine ganzen Sachen gleich noch mal hier aufbauen. Das mache ich auch gleich. Yeah.
will wieder nicht stehen bleiben, leider. Tja. Dann nicht. Hier geht's auch. Eben meine Klamotten gleich wegräumen und wir müssen noch einmal zum Müll, weil der ist hier auch mega voll. Das mache ich dann mal eben noch mal eben. Also, und dann bringe ich das mal eben in den Papiermüll und bin hier auch fertig.